Der Großinquisitor von Fjodor Dostojewski. Iwan hielt inne. Er war beim Sprechen in Feuer geraten. Aber als er geendet hatte, lächelte er plötzlich. Aljoscha, der die ganze Zeit stumm, gegen Ende außerordentlich erregt zugehört hatte, war mehrfach versucht gewesen, den Redefluss seines Bruders zu unterbrechen, hatte sich aber offenkundig beherrscht, bis es plötzlich aus ihm hervorbrach. »Aber das ist doch eine Absurdität«, rief er aus und errötete. »Dein Poem ist ja ein Loblied auf Jesus und keine Lästerung, wie du sie beabsichtigt hast. Und wer wird deinem Verständnis von Freiheit zustimmen? Muss man sie unbedingt so verstehen? Die Vorstellung der Orthodoxie ist ganz anders. Das ist Rom, aber nicht einmal das ganze Rom. Das ist nicht wahr. Das sind die Schlimmsten des Katholizismus, die Inquisitoren und die Jesuiten. Und eine solche fantastische Geschichte wie deinen Inquisitor gibt es doch überhaupt nicht. Und was sind das für Sünden der Menschen, die man stellvertretend übernehmen kann? Was sind das für Geheimnisträger, die einen zweifelhaften Fluch um des Glücks der Menschen willen auf sich geladen haben? Hat man sie je gesehen? Wir kennen die Jesuiten, sie haben einen schlechten Leumund, aber sind sie wirklich so wie bei dir? Sie sind ganz und gar nicht so, ganz und gar nicht. Sie sind einfach die Streitmacht Roms für das künftige irdische Weltreich, mit dem Imperator, dem römischen Bischof an der Spitze. Das ist ihr Ideal, aber ohne eine Spur von Geheimnis und erhabener Melancholie. Es ist der schlichte Wunsch nach Macht, nach irdischen, schmutzigen Gütern, nach Versklavung, einer Art künftiger Leibeigenschaft, bei der sie als Gutsbesitzer fungieren werden, und das ist alles, was sie haben. Vielleicht glauben sie nicht einmal an Gott. Dein leidender Inquisitor ist nichts als ein Hirngespinst. Aber Moment mal, Moment, lachte Iwan. Du bist ja Feuer und Flamme. Du sagst ein Hirngespinst. Warum nicht? Natürlich ist es ein Hirngespinst. Aber erlaube mal, meinst du denn wirklich, dass die ganze katholische Bewegung der letzten Jahrhunderte sich wirklich nur in dem Wunsch nach Macht um schmutziger Güter willen erschöpft? Hast du das vielleicht von Vater Passi gelernt? Nein, nein, ganz im Gegenteil. Vater Passi hat einmal sogar etwas Ähnliches gesagt wie du, aber natürlich anders, ganz anders, besann sich Aljoscha plötzlich. Das ist dennoch gut zu wissen, ungeachtet deines ganz anders. Ich will ja gerade von dir hören, warum die Jesuiten und Inquisitoren sich einzig um materieller, niederer Güter willen zusammengeschlossen haben sollen. Warum soll unter ihnen kein einziger Märtyrer sein, der ein großes Leid trägt und die Menschheit liebt? Siehst du, nehmen wir an, dass unter all diesen ausschließlich nach materiellen und schmutzigen Gütern strebenden sich nur ein einziger wie mein greiser Inquisitor fände, der sich selbst in der Wüste von Wurzeln ernährt und gegen sein eigenes Fleisch gewütet hat, um Freiheit und Vollkommenheit zu erlangen, der sein ganzes Leben die Menschheit geliebt, aber plötzlich gesehen und erkannt hat. Wie gering die moralische Befriedigung über die erlangte Vollkommenheit ist, wenn man sich gleichzeitig überzeugen muss, dass Millionen anderer göttlicher Geschöpfe zu Spott und Hohn geschaffen sind, dass die Freiheit ewig über ihre Kraft gehen wird, dass jämmerliche Rebellen niemals zu Giganten heranwachsen und den Turmbau vollenden werden und dass der große Idealist seine Harmonie nicht für solche Pygmäen erträumt hat. Und nachdem er das alles durchschaut hätte, wäre er umgekehrt und hätte sich den Klugen angeschlossen. Wäre das wirklich undenkbar? Wem schließt er sich denn an? Wer sind diese Klugen? Rief Aljoscha beinahe außer sich. Sie sind weder besonders klug, noch haben sie irgendwelche Geheimnisse und Rätsel. Sie sind höchstens gottlos. Das ist ihr ganzes Geheimnis. Dein Inquisitor glaubt nicht an Gott.
Das ist sein ganzes Geheimnis. Und wenn es so wäre, endlich bist du dahinter gekommen. Es ist wirklich so. Das ist wirklich sein ganzes Geheimnis. Aber ist denn das nicht ein Leid für einen Menschen wie ihn, der sein ganzes Leben um seines Glaubens willens in der Wüste vergeudet hat und doch von der Liebe zur Menschheit nicht geheilt werden konnte? Am Ende seines Lebens festigt sich in ihm die klare Überzeugung, dass nur die Ratschläge des großen, furchtbaren Geistes geeignet sind, eine einigermaßen erträgliche Ordnung in das Leben der schwächlichen Rebellen zu bringen, der unfertigen, kurzlebigen Wesen, die zu Spott und Hohn geschaffen sind. Und nun, sobald er davon überzeugt ist, sieht er ein, dass man dem Weg des klugen Geistes, des furchtbaren Geistes, des Todes und der Zerstörung folgen, Lüge und Schein gutheißen, die Menschen bewusst in Tod und Zerstörung führen und sie dabei auf dem ganzen Weg täuschen müsse, damit es ihnen nicht auffällt, wohin sie geführt werden, und damit diese jämmerlichen Blinden sich wenigstens unterwegs glücklich wähnen. Beachte, dass es eine Lüge in seinem Namen ist, im Namen des Ideals, an das der Greis so leidenschaftlich sein ganzes Leben lang glaubte. Ist das etwa nicht ein Unglück, wenn auch nur ein solcher Berufener als einziger an der Spitze dieser gesamten Streitmacht stünde, die nach Macht strebt, allein um der schmutzigen Güter willen? Genügte dieser Einzige nicht für eine Tragödie, mehr noch, ein Einziger, dieser Einzige, der an der Spitze steht, genügte, damit schließlich die wahre Grundidee Roms mit all seinen Armeen und Jesuiten sich endlich kristallisierte, die höchste Idee Roms. Ich sage dir klipp und klar, ich glaube fest daran, dass solch ein Einziger unter den an der Spitze der Bewegung stehenden niemals gefehlt hat. Wer weiß, vielleicht gab es diese Einzigen auch unter den römischen Bischöfen. Wer weiß, vielleicht existiert dieser verfluchte Greis, der die Menschheit so hartnäckig und eigenwillig liebt, auch heute noch in Gestalt einer ganzen Schar solcher einzigen Greise, und dies keineswegs zufällig, sondern als Gesellschaft, als Geheimbund, der schon vor langer Zeit zum Hüten des Geheimnisses gestiftet wurde, zum Hüten des Geheimnisses vor den unglücklichen und kraftlosen Menschen, mit der Absicht, sie glücklich zu machen. So etwas gibt es unbedingt, so etwas muss es geben. Manchmal kommt es mir so vor, als ob selbst die Freimaurer von etwas Ähnlichem wie diesem Geheimnis ausgehen, und dass die Katholiken die Freimaurer deshalb so hassen, weil sie in den Freimaurern Konkurrenten sehen, eine Zersplitterung der Einheit der Idee, die eine einzige Herde und einen einzigen Hirten verlangt. Übrigens, wenn ich meinen Gedanken verteidige, sehe ich bestimmt wie ein Autor aus, der deine Kritik nicht verträgt. Genug davon. »Vielleicht bist du selbst ein Freimaurer«, entfuhr es plötzlich Aljoscha. »Du glaubst nicht an Gott«, fügte er hinzu, aber nun mit unendlicher Trauer. Außerdem schien ihm, dass sein Bruder ihn spöttisch ansehe. »Womit endet denn dein Poem?«, fragte er plötzlich mit niedergeschlagenen Augen. »Oder ist es schon zu Ende?« »Ich wollte es so beenden.« Als der Inquisitor verstummte, wartete er eine Weile, dass der Gefangene ihm antworte. Ihn bedrückt sein Schweigen. Er hat gesehen, wie der Gefangene ihm die ganze Zeit hingegeben und still zuhörte, den Blick auf seine Augen gerichtet und offenbar ohne die Absicht, ihm zu widersprechen. Der Greis wünscht, dass er auch nur ein Wort an ihn richte, und sei es noch so bitter, furchtbar. Er aber nähert sich plötzlich dem alten Mann und küsst ihn still auf seine blutleeren, 90-jährigen Lippen. Das ist seine ganze Antwort. Der Greis erschauert. In seinen Mundwinkeln zuckt es. Er geht zur Tür,
schließt sie auf und sagt zu ihm: Geh und komme nicht wieder. Komme nie mehr wieder. Niemals. Niemals. Und er lässt ihn hinaus auf die dunklen Plätze der Stadt. Der Gefangene geht. Und der Greis? Der Kuss brennt in seinem Herzen, aber der Greis bleibt bei seiner Idee. Und du mit ihm, du auch? Rief Aljoscha betroffen. Iwan lachte. Aber das ist doch Unsinn, Aljoscha. Das ist doch nur das törichte Poem eines törichten Studenten, der keine zwei Zeilen reimen konnte. Warum nimmst du es so ernst? Du glaubst doch nicht, dass ich mich geradewegs dorthin begebe zu den Jesuiten, um mich der Menschenschar anzuschließen, die seine Tat korrigiert. Ach Gott, was geht mich das an? Ich habe dir doch gesagt, ich möchte nur 30 Jahre aushalten und dann den Becher gegen die Wand. Und die klebrigen kleinen Blätter und die teuren Gräber und der blaue Himmel und die geliebte Frau? Wie willst du so weiterleben? Wie kannst du sie weiter lieben? Rief Aljoscha betroffen. Mit einer solchen Hölle in der Brust und im Kopf, ist das denn möglich? Nein, das ist es ja, du fährst, um dich ihnen anzuschließen, und wenn nicht, dann bringst du dich um, du hältst es nicht aus. Es gibt eine Kraft, die alles aushält, sagte Iwan mit einem nun schon kühlen Lächeln. Was ist das für eine Kraft? Die Karamasowsche, die Kraft der karamasowschen Gemeinheit. Das heißt, in Verderbnis untergehen, die Seele im Laster ersticken? Ja, ja? Auch das kann sein, aber vielleicht kann ich's bis 30 vermeiden. Und dann, wie willst du es vermeiden? Mit welcher Hilfe? Mit deinen Gedanken ist das ausgeschlossen. Auch auf die karamasowsche Art, das heißt mit alles ist erlaubt. Alles ist erlaubt, nicht wahr? Nicht wahr? Iwan verfinsterte sich und wurde plötzlich eigentümlich blass. Ach so, du hast das gestrige Bonmot behalten, das Miusow so gereizt hat und mit dem Bruder Dimitri so naiv herausplatzte? Iwan lächelte gezwungen. Ja, von mir aus, alles ist erlaubt, wenn das Wort nun schon einmal gefallen ist. Ich verleugne es nicht. Und Mitjas Auslegung ist auch nicht schlecht. Aljoscha sah ihn schweigend an. Bis jetzt, da ich auf Reisen gehe, glaubte ich, dass ich auf der ganzen Welt wenigstens dich hätte, sagte Iwan plötzlich mit überraschender Herzlichkeit. Und nun sehe ich, dass auch in deinem Herzen für mich kein Platz ist. Mein lieber Anakore, die Formel alles ist erlaubt, werde ich nie verleugnen. Also wirst du mich verleugnen, ja? Ja? Aljoscha stand auf, trat schweigend auf ihn zu und küsste ihn still auf die Lippen. Ein Plagiat, rief Iwan in plötzlicher Begeisterung. Das hast du aus meinem Poem geklaut. Ich danke dir trotzdem. Auf, Aljoscha. Wir wollen gehen. Es wird Zeit für dich und für mich.